Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren The Hunter Call of the Wild Video und heute werden wir uns die 2021er Version hier mal angucken, beziehungsweise Edition, und ich hatte das Ganze schon mal hochgeladen, allerdings einen kleinen Rechenfehler am Ende drin gehabt und deswegen möchte ich das Ganze hier nochmal re-uploaden. Danke übrigens für den Hinweis und ja, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an und ja, danach werde ich nochmal meine Empfehlungen geben und was so in den Kommentaren stand, deswegen fangen wir einfach mal an. Also, The Hunter Call of the Wild, die Standardversion, ist hier für 20 Euro zu haben, allerdings auf Key-Seiten weitaus billiger, deswegen das treibt den Preis schon mal nach oben. Ansonsten haben wir hier Silver Ridge, Park Fernando, Yukon Valley und Cuatro Colinas als Karte mit dabei, beziehungsweise als Karten. Hier ist Silver Ridge besonders toll, finde ich. Dann Yukon Valley. Die beiden Karten sind auf jeden Fall richtig Bombe. Cuatro Colinas und Park Fernando mag ich persönlich nicht so. Ist mir ein bisschen zu buschig. Also da hat man teilweise wirklich Ebenen, wo man nur Busch auf Busch auf Busch hat, wo man nicht ordentlich jagen kann. Das gibt es bei Yukon Valley und Silver Ridge Peaks nicht so häufig. Beziehungsweise eigentlich gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Habe ich zumindest nicht gehabt bisher. Vielleicht, wenn es bergauf geht, aber dann auch seltener. Auf jeden Fall, dort kann man ordentlich jagen und das ist meiner Meinung nach bei Park Fernando und Cuatro Colinas nicht der Fall. Also diese beiden Karten sind eigentlich, ja, nicht unbedingt Community-Lieblinge, sage ich mal. Und bei den anderen DLCs hier haben wir einmal drinne die Trophy Lodge Spring Creek Manor und die Trophy Lodge Saseka Safari. Ich persönlich finde Saseka Safari nicht sonderlich gut durchdacht. Es gibt ein paar schöne Teile, wo man Tiere ausstellen kann. Allerdings ja, ist das einzige Highlight dort, dass man massive Trophy-Zusammenstellungen machen kann. Denn zum Beispiel die Ausstellungen für die Waffen sind kompletter Nonsens. Denn man gibt, da gibt es teilweise Räume, wo man 20 Waffen oder so ausstellen kann. Dabei gibt es gar keine besonderen Variationen, die man zum Beispiel in Events bekommen hat oder sowas. Ich glaube, da gibt es eine einzige von und das ergibt einfach gar keinen Sinn, das Teil, außer man hat vielleicht in Zukunft vor, mehrere solche Dinger zu machen. Dann kann man das Teil aber auch im Sale kaufen, weil das wird noch einige Zeit dauern. Deswegen Spring Creek Manor, tolles Teil, aber Saseka Safari ist eher so ein, ja, nettes Teil, kann man benutzen, aber ich persönlich bin da nicht ganz so begeistert von. Und ja, Duck and Cover Pack ist gut, damit kann man Enten jagen, allerdings ist das Goose Chase Pack nicht dabei, was ich überhaupt nicht verstehe. Deswegen da auch wieder ein DLC, was man dazu kaufen muss oder sollte. Hier der Weapon Pack 2 und 3 ist für Sparfüchse auf jeden Fall uninteressant, sind zwar tolle Waffen drin, aber keine, die man jetzt unbedingt braucht. Also ihr braucht die nicht unbedingt, um die besten Waffen im Spiel zu haben. Ich meine, die sind toll und das ist sicherlich auch ein bisschen subjektiv, aber ich persönlich würde Sparfüchsen nicht empfehlen, Weapon Pack 2, 3 zu holen, da momentan einfach die Notwendigkeit nicht besteht. Früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, holt euch die, weil da war das ganze System auch noch ein bisschen anders, allerdings momentan kann man mit der 7mm und den Standardwaffen super zurechtkommen. Ging auch früher schon, allerdings war da die Solokin weitaus stärker und deswegen habe ich gesagt, immer holt euch die Solokin, werdet ihr nicht bereuen. Ja, auf jeden Fall hier Tree Stand and Tripod Pack, auch wirklich toll. Tripod ist super, Tree Stand, oh, geht Geschmackssache. Ich persönlich benutze ihn nicht so oft, aber der Tripod ist wirklich genial. Ansonsten Hightech Hunting Pack ist nicht ganz so toll. Ich meine, da ist ein Fernglas dabei für die Nacht, ja. Allerdings das fürs Gewehr ist Schrott. Dann das Visier für den Bogen ist nur interessant, wenn man einen Bogen spielt, weil das so ein Entfernungsmesser mit drin hat. Und dann die anderen hier Pfeile, die so ein bisschen leuchten, sind auch nicht so toll. Ansonsten, Smoking Barrels Pack ist wirklich Geschmackssache, sind sehr alte Waffen. Ob ihr die toll findet, müsst ihr selber wissen. Und ja, das war so die Übersicht über die DLCs. Ich persönlich finde die Edition okay. Allerdings würde ich hier eine andere Sache empfehlen. Und zwar hier habe ich eine kleine Rechnung gemacht. Und zwar einmal ist das 60-Euro-Paket hier oben und 77 Euro kostet das Ganze hier zusammengefasst. Also ein bisschen Geld spart man da. Vielleicht habe ich es falsch gerechnet. Könnt ihr mich gerne korrigieren. Allerdings ein bisschen Geld spart man das schon im Gegensatz dazu, dass man alles selber kauft. Allerdings, wenn man sich das Ganze hier auf einer Key-Seite holt, ne, hier ist es auch schon mit der Key-Seite eingerechnet,
Dann kann man kommen auf ungefähr den gleichen Preis, eine Karte weniger und drei DLCs weniger. Allerdings muss man sowieso meiner Meinung nach die beiden DLCs hier nachkaufen, also Goose and Tent. Und außerdem fehlen da noch Wurhonga. Und beziehungsweise fehlt dann noch Wurhonga und das sollte man sich dann auch nachkaufen. Also wenn ihr Afrika toll findet, dann werdet ihr Wurhonga wahrscheinlich auch nachkaufen. Und falls ihr hier Gänse jagen wollt oder Zelte hinstellen wollt, dann werdet ihr die beiden hier auch noch nachkaufen und dann ist dieses 60-Euro-Paket auf einmal schon wieder ein bisschen teurer. Eine Empfehlung aus der Community war, dass man sich einfach das 2019er-Paket kauft und dort ein paar Sachen dazu kauft. Und das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ist eine nette Option. Könnt ihr euch überlegen, hier einfach mal reinschauen. Hier allerdings finde ich auch einige DLCs nicht ganz so toll. Mad with Tiger zum Beispiel, den ATV Saber. Ich würde sogar fast sagen, dass man sich einfach das Spiel auf einer Key-Seite kauft, Instant Gaming zum Beispiel, und dann einfach die DLCs, die man haben möchte, ja, separat nachkauft. Weil hier ist wirklich, sind ein paar Sachen drin, die ich überhaupt nicht toll finde. Und so viel Geld spart man am Ende nicht, dass sich das jetzt unbedingt lohnt. Außer man möchte sowieso irgendwann alle DLCs haben. Ansonsten halte ich die Edition für nicht ganz so toll. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, ich hoffe mal, dass ich dieses Mal das Ganze ein bisschen sinnvoller berechnet habe und vor allem keinen so groben Schnitzer drin habe. Tut mir auf jeden Fall leid, aber ich wollte das Ganze jetzt deswegen nochmal neu machen und deswegen sorry für den Re-Upload für alle, die es schon mal gesehen haben, aber ja, fand ich auf jeden Fall wichtig, dass ich das nochmal neu hochlade. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss.